all die Unsicherheiten jetzt gerade, die wir erleben, brauchen wir als Gesellschaft auf jeden Fall eine gemeinsame Therapie, um die Zukunft gemeinsam gestalten zu können. Also das ist ja vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber es brodelt jetzt gerade in jeglicher Sinne, im Arbeitsfeld, in Gerechtigkeit, soziale Bindungen und im Kunstbereich Macht und Machtverhältnisse. Für wen machen wir Kunst? Neben diesen ganzen großen Fragen, wie wollen wir, was für eine Welt wollen wir leben,